Es ist kein Spiel wie jedes andere. Es ist ein Duell, das ist wirklich unsicher. Das Stadion ist voll, alle freuen sich auf diese Partie und wir natürlich auch. Gleich kann es hier dann endlich losgehen. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Das Wetter ist richtig gut und der Auftrag. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei mir. Ich bin der TF Gamer 2005. Lasst gerne ein Abo da von mir. FC24 zu Part 1. Heute Frankfurt gegen FC Augsburg im Schwierigkeitsmodus Profi. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go. So, wollen wir mal gucken, wie gut ich bin gegen Profi, weil ich habe echt noch nie gegen Profi gespielt. Ich hätte mal so ein Testspiel machen sollen. Ja. Aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen, er kann es machen. Turn down for what? Ja, gut, das ist jetzt schon das erste Tor. Eine Hälfte geht 3 Minuten. Und ja. Das erste Tor ist gefallen und das gegen Profi-KI, das ist echt traurig. Die echt ausgetribbelt und da richtig schön einmal rein da. Aber ich denke mal, die werden den Druck sowieso erhöhen, sobald wir in der zweiten Hälfte sind. Oh, jetzt geht's aber rund hier. Nee. Nein! Jetzt hat er da... Junge! Stark gemacht, das könnte was werden! Schön, er hat ihn gehalten, das ist gut. Der Kevin Trapp. Immerhin etwas. Erstmal die Farbe reinigt. Oh. Max. Tuta. Nein! So, ein anderer... Jo! Klasse dazwischen gegangen. Na, scheiße. Aber wir haben Ballbesitz immerhin weiterhin. Da hat er die Chance. Ja, und das Zweite. Und damit erhöhen sie ihre Führung auf 2 Tore. Ich glaube, ich muss mal auf Weltklasse machen. Das ist ja echt mau. Also erste Halbzeit auf jeden Fall echt, wow, ich habe mir echt mehr von der KI erwartet. Naja, egal, was soll's. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Friedrich Jensen. Aber wir trinken heute mal ein bisschen. Nur mal ein bisschen gucken. Junge, ich will den da. Ah. Sie versuchen es. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Immer ein bisschen aufpassen hier. Noah, wieso? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum der den Ball jetzt nicht angenommen hat. Passt doch. Naja, egal. Ist ja auch ein bisschen spannend, wenn das ein bisschen hin und her geht, wenn der auch mal ein Tor schießt. Der Gegner. Ermedin Demirovic. Und ja, mal wieder nichts. Jetzt hat er eine Ecke. Mal gucken, wohin. Ihn befördert. Und tschüss. Erstmal geklärt. Rennen. Und zack. Hier ein Spielpartner. Schön rennen nach vorne. Schön nach vorne. Na, jetzt bin ich ihm in die Füße gerannt. Und wir. Na, ich hätte passen sollen, das wäre jetzt nichts. Ich muss jetzt nochmal gucken, nach meiner Taktik spinnen, wird das erste Spiel vielleicht ein bisschen. Ja, wieso schießt jetzt ganz nach hinten? Was soll das jetzt? Renn doch, du. So langsam wird's gefährlich. Hä? Es geht in die Pause. Ah, ach so, ja, genau.
So, gucken wir mal am Teammanagement. Es sieht soweit ganz gut aus. Wir könnten allerdings ne, wir brauchen tatsächlich noch nicht tauschen, das ist auch. Mal gucken in der Leistung. Nicht diese Leistung, und zwar die Spielinfo so rum. Naja, die haben die Ballgewinnquote. Erwartete Tore 2,0. Okay, das ist schon mal. Naja, auch nicht schlecht. Ja, wollen wir mal weiter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich finde es trotzdem noch komisch, dass die KI so ist. Jetzt habe ich Mist gemacht. Jetzt hat er und zack. Und zack. Sie suchen in der Lücke, gibt jetzt einige Optionen, das könnte was werden. Und zack, dahin. Darum. Wie hat er denn jetzt den Ball abgenommen? Ich krieg immer den Zug, der. Chance zum Anschlusstreffer. Abgeblockt. Jetzt schieße ich auch noch nach vorne und da vorne steht keiner. Ah, das war zulässig. Was war zulässig? Vargas. Jetzt ist. Vargas. Knauf. Kürzer am Ball. Na, jetzt bin ich mir in die Füße gelaufen. Und sie können klären. Die Mitspieler kommen zu Hilfe. Ja, toll, dass das nicht geklappt hat, hätte ich sehen müssen. Sie setzen sich früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene. Komm doch, geh doch, beweg doch mal deinen Arsch, du Mann. Verdammte Axt hier. Also wirklich. Titz. Das gibt's doch nicht. Klasse, das war. Was war das denn jetzt? Ein ja. Wurf. Ja, scheiße. Sie wechseln. Hä, wieso? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, warum? Und er geht an ihm vorbei. Er hat die Chance. Ja, wow. Das ist diese Sicherheit. Die Gegner sind zu nichts fähig. Ja, nee, wechseln brauchen wir jetzt noch nicht. Wobei, doch, komm, wir wechseln mal. Der Koch, der ist schon ein bisschen geschwächelt. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Tor, wenn wir jetzt langsam nach und nach die Spieler wechseln. Ja. Wundervoll. Unten rechts Steher. Da ist der Ball erstmal raus. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Da ist er da. Na, er scheiße. Steht gut und holt sich den Ball. Einmal regulär sind es noch 7 Minuten. Na, scheiße. Der Ball. Oh. Hat es sich auf die Snaps gelegt. Junge, bewegt euch doch mal hier. Ja. Wieso hat er jetzt den Ball, in die Hand genommen? Ah, egal. 2-1, hier ist noch alles drin. Ach klar doch. Da sehen wir die Tafel, eine Minute. Hä, wieso hat er den Ball jetzt nicht angenommen, der Typ? Verstehe ich nicht, ehrlich nicht. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Ja, 2-1, was soll's. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Das hätte auch anders ausgehen können. Mit
Dribbling und sowas. Da kann mir aber vielleicht jemand helfen, der dann erfahrener ist mit FC24. Ich bin eigentlich nicht so der Fußballtyp, was ihr an meinem Kanal wahrscheinlich schon erkannt habt. Aber naja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Ciao, bis nächstes Mal. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch die Spielinfo an. Und ja, warum eigentlich nicht? Gut, dann ciao bis nächstes Mal, euer TFGamer 2005, haut rein Leute, ciao bis nächstes Part und haut rein.